Warum dieses Thema? Also das ist so entstanden, dass Dr. Ionesco mir gesagt hat, wissen Sie, die Leute rennen mir die Türe ein. Es ist so brisant und tatsächlich bekommt ja jeder Zweite heute Krebs. Bloß die ihn noch nicht haben, die scheint es wenig zu interessieren. Das wundert mich eigentlich immer wieder. Aber man sollte sich schon mit den ganzen Faktoren befassen, die dazu führen. Wir haben, das möchte ich auch mal daran erinnern, im Jahr 2009 in Berlin eine Veranstaltung gehabt. Wenn die Umwelt krank macht, muss die Politik handeln. Das war eine Veranstaltung der Grünen und wir waren alle sehr frohen Mutes. Das war die Frau Göpp, das war Fenzlau, das war der Dr. Wartberg. Und wir haben gedacht, es würde etwas geschehen. Diese Veranstaltung, liebe Freunde, liebe Damen und Herren, die könnten wir heute unter diesem Titel gar nicht mehr durchführen. Denn es würde ja gar nicht zugegeben. Wir hatten jetzt im Vorfeld dieser Tagung jede Menge Scherereien, welcher Art sei dahingestellt. Ich will Ihnen auch nicht diesen Tag verderben. Aber dass man das nicht benennen kann, dass das politisch unkorrekt ist, denn es geht nur um Politik, es geht nicht um den Menschen, es geht um Geld, um Macht und Politik. Dass das politisch unkorrekt ist, ist eigentlich ein Unding. Darüber, was wir tun können, um unser Risiko, diese schlimme Erkrankung zu bekommen, zu minimieren. Das Organisatorische sage ich dann in der Kaffeepause, weil es passt jetzt nicht dazu. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine informative Veranstaltung und gute neue Kontakte oder gar Freundschaften, weil wir sind ja alle Betroffene und es kennen sich auch einige. Also ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Na, ich bin auch überzeugt, wenn wir mehrere Leute hätten, die so sich engagieren wie Frau Frielinghaus, würden wir alles Besseres erleben. Ja, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich möchte mich zuerst selbst entschuldigen für den verspäteten Ankunft. Es gab einige Probleme unterwegs. Aber wir sind jetzt alle da und wir werden versuchen, in der Kürze der Zeit, weil das Thema ist, so ein Thema ist gigantisch und auch bei meinen Vorlesungen brauche ich zwischen 6 und 12 Stunden, die Problematik zu bearbeiten und richtig und langsam zu erläutern. Also ich bin heute hier mit Stichpunkten betreffend die Rolle der Umweltfaktoren bei dieser schrecklichen Erkrankung unseres Jahrhunderts und auch über neue Wege, was aus den Erkenntnissen, was wir aus der Toxikologie, Immunologie, Molekularbiologie haben, die neuesten Erkenntnisse für die Therapie. Sie werden vielleicht, viele von Ihnen, überrascht, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, diese Krankheit, sag mal so, unter Kontrolle zu kriegen, sage ich so, wenn auch nicht bis zum Verschwinden zu bringen. Aber wir werden Schritt nach Schritt alles heute sehen. Wenn wir diese Personagen, wenn wir diese große und sehr bekannte Persönlichkeiten, Weltpersönlichkeiten uns anschauen, vielleicht ahnen Sie, was sie gemeinsam haben. Sie sind alle an Krebs gestorben. Und wenn wir uns anschauen, ein Patrick Schweiz, ein Steve Jobs von Apple, Luciano Pavarotti oder Guido Westerwelle, es ist doch klar, dass es hat nicht an richtige Berater oder Geld gefällt, um hier eine Lösung zu finden, nicht wahr? Und trotzdem sind alle an Krebs gestorben. Wenn diese weltberühmten Persönlichkeiten sterben an Krebs und niemand kann ihnen helfen, wer kann uns denn helfen, ist die Frage. Ne? Warum auch nicht mal solche Menschen sich nicht leisten können, die Krankheit zu besiegen? Eine verdammt wichtige Frage. Gerade wie Frau Frielinghaus früher sagte, das betrifft jede zweite von uns inzwischen.
diese Krankheit. Hier haben wir einen anderen Bekannten. Ja, das ist der Vorsitzende der Genug-Verein, des Genug-Vereins. Ja, auch ein bekannter Umweltverein, der sich stark engagiert für die Rechte der Umweltpatienten und gegen alle möglichen Abusus, was im Lande noch zustande kommt, betreffend die Werte der Umweltschadstoffe aller Art etc. Herr Rudolf Stratmann ist diese Woche gestorben an Prostatakrebs, metastasierte Prostatakrebs. Er hat uns alle unterstützt durch seine Tätigkeit. Er hat sich wahnsinnig engagiert und hat mehrere Jahre mit allen Mitteln gekämpft, alle Mittel der Schulmedizin ja, gekämpft, bis zum Exitus Anfang dieser Woche. Also teilweise möchte ich meinen Vortrag auch ihm widmen.